Die ODR-Plattform. Sicher online einkaufen. E-Commerce und S-Commerce. Immer häufiger werden Waren und Dienstleistungen über Webseiten, digitale Plattformen und soziale Netzwerke gekauft. Auch Jugendliche und Minderjährige nutzen diese Mittel und schließen dabei rechtsgültige Verträge ab, zum Beispiel durch falsche Altersangaben. Worauf sollte man vor dem Kauf achten, um unliebsame Überraschungen zu vermeiden? Überprüfen Sie die Zuverlässigkeit der Webseite, indem Sie Folgendes kontrollieren. Ist die Verbindung sicher? HTTPS und die Domain glaubwürdig? Rechtschreibfehler. Sind Informationen zu Firmenangaben und Kontaktdaten auf der Webseite verfügbar? Die allgemeinen Vertragsbedingungen, insbesondere Zahlungsarten, Lieferbedingungen, Rücktrittsrecht und Gewährleistung. Rezensionen und Kommentare auf themenspezifischen Webseiten. Vergleichen Sie die Preise auf anderen Portalen und seien Sie bei zu vorteilhaften Angeboten skeptisch. Was passiert, wenn trotz hinreichender Überprüfung etwas falsch läuft, wie zum Beispiel, wenn die Ware nicht geliefert wird oder beschädigt ankommt? Um Streitigkeiten im Zusammenhang mit dem E-Commerce zu lösen, wurde mit der sogenannten ODR-Verordnung die ODR-Plattform eingerichtet. Es handelt sich um eine von der Europäischen Kommission verwaltete interaktive Website, mit der VerbraucherInnen und Unternehmen in der EU Streitigkeiten aus online geschlossenen Verträgen über den Kauf von Waren und Dienstleistungen beilegen können. Die Streitbeilegung erfolgt außergerichtlich und ist kostenlos oder mit sehr geringen Kosten verbunden. Das Verfahren kann auf folgender Seite gestartet werden. Die VerbraucherInnen können ihre Beschwerde bequem und online selbst einreichen, indem sie ein digitales Formular ausfüllen, das in allen Amtssprachen der EU verfügbar ist. So sind Online-Käufe in der gesamten EU geschützt. VerbraucherInnen mit Wohnsitz in einem EU-Mitgliedstaat oder Norwegen, Island oder Liechtenstein können die ODR-Plattform nutzen, um eine Streitigkeit gegen einen in der EU, Norwegen, Island oder Liechtenstein ansässigen Online-Händler beizulegen. Das Verfahren ist freiwillig. Der Verkäufer ist nicht verpflichtet, sich daran zu beteiligen. Auf der Plattform gibt es zwei verschiedene Verfahren. Das direkte Gespräch ermöglicht es Ihnen, die Problemlösung direkt mit dem Verkäufer zu verhandeln. Mit der Beschwerde hingegen wird die Streitbeilegung einer ADR-Stelle, also einer alternativen Streitbeilegungsstelle, übermittelt. Was ist, wenn ich Probleme bei der Nutzung der Plattform habe? Die Plattform stellt einen Nutzerleitfaden zur Verfügung. Er erklärt detailliert, wie eine Beschwerde eingereicht wird, wie man sich mit dem Verkäufer zur Streitbeilegung über die ADR-Stelle einigt, wie man Nachrichten mit dem Verkäufer austauscht und wie man die Beschwerde gegebenenfalls zurückzieht. Sie können sich auch an den nationalen ODR-Schalter wenden. In jedem EU-Mitgliedstaat wurde eine ODR-Kontaktstelle eingerichtet. Zu deren Aufgaben gehören die Bereitstellung von Informationen über die Funktionsweise der Plattform und die von den ADR-Stellen angewandten Verfahren, die Unterstützung der VerbraucherInnen bei der Einreichung der Beschwerde und die Information der VerbraucherInnen über weitere Rechtsbehelfe. odr@ecc-netitalia.it